Herr Gansel, einer Ihrer politischen Themenschwerpunkte als Abgeordneter im Sächsischen Landtag war bisher die Bildungs- und Hochschulpolitik. Ein Themenkomplex, der im neuen NPD-Parteiprogramm relativ breiten Raum einnimmt. Ist das dem Umstand geschuldet, dass sich die NPD in den beiden Landesparlamenten, in denen sie inzwischen vertreten ist, hier fachpolitische Kompetenz aneignen konnte? Und inwieweit hat das neue Parteiprogramm davon profitiert? Es ist sicherlich so, dass die beiden Landtagsfraktionen in Dresden und Schwerin durch ihre mittlerweile langjährige parlamentarische Arbeit auf dem hochschulpolitischen Gebiet neue Erfahrungen sammeln konnten, hautnah konfrontiert sind mit den Fehlentwicklungen im hochschulpolitischen Bereich und insofern natürlich in die Themen eingearbeitet sind und hier auch versuchen, nationalpolitische Duftmarken zu setzen, indem wir ganz klar eine Bresche für das gewachsene deutsche Hochschulsystem schlagen und versuchen, der ständigen Reformpolitik auf Geheiß der Europäischen Union einen Riegel vorzuschieben zugunsten des Wissenschafts- und Hochschulstandortes Deutschland. Beim Thema Hochschulpolitik wendet sich die NPD mit Nachdruck gegen die viel kritisierte Bolognisierung der deutschen Hochschullandschaft, erwähnt aber zum Beispiel die neuen europaweiten Studienabschlüsse Bachelor und Master mit keinem Wort. Wäre es hier nicht angebracht gewesen, das Kind beim Namen zu nennen, zumal die hochschulpolitischen Forderungen der NPD ja ein handfestes Alleinstellungsmerkmal in der deutschen Altparteienlandschaft sind? Also im neuen Parteiprogramm haben wir deswegen davon Abstand genommen, diese neuen ans angloamerikanische Bildungssystem angelehnten Studienabschlüsse zu übernehmen, weil man nicht weiß, ob sich diese neuen Studiengänge überhaupt in einigen Jahren noch mit diesem Studientitel versehen. Wir treten ja dafür ein, dass die traditionellen und auch leistungsorientierten Studienabschlüsse wie Magister und Diplom erhalten bleiben bzw. wieder eingeführt werden. Und da man angesichts der wirren Reformpolitik der Herrschenden überhaupt nicht weiß, wie sich der Studienabschluss zukünftig noch nennen wird, haben wir im Parteiprogramm auf eine Nennung desselben verzichtet. Aber ganz klar treten wir für das bewährte deutsche Studiensystem mit bewährten Abschlüssen und Studieninhalten ein und wehren uns natürlich gegen die Einführung eines gleichgeschalteten europäischen Einheitsstudiums.